So, dann mal auf jetzt zu den Dragonern, die da unten waren. Richtung Tempel von Bar. Ja, Richtung Tempel von Bar. Und dann links am Berg lang. Das heißt, wir können schon mal anfangen mit Buffen. Zing, zing und zing. Und dann gucken wir mal, wie einfach das jetzt ist. Weil wir waren ja doch schon ein bisschen unterwegs. Haben erstmal noch einen ganz anderen Dungeon gemacht. Also normalerweise hätten wir wahrscheinlich nicht nach Neusorpigal. Wahrscheinlich hätten wir normalerweise Tempel von Bar machen können, dann die Diebeshöhle und dann eventuell schon die Dragonerhöhen. Aber das wäre halt zu viel hin und her gelaufen gewesen. Jetzt, da wir noch einen Dungeon dazwischen gemacht haben, müsste das einigermaßen locker flockig vonstanden gehen. Oh, nicht Fallschaden, nicht Fallschaden. So. Die Dragonerhöhlen, jo. Du, Heldu. Ja. Ah, das wird sehr interessant. Irgendjemand haut jetzt schon auf uns. Du. Obwohl, warte mal. Genau, einfach Topprügeln. Wozu haben wir Heldu? Das geht dezent einfach als vorher. Kaputt. Und das war gerade das schwerste von denen. Okay. Oh, den Helm können wir sogar gebrauchen. Also nicht jetzt zum Anziehen, sondern für später erkennen. Meister. Du hast jetzt schon 34. Ja, okay. Ignoriert, was ich gesagt habe. Da geht's runter. Hier haben wir schon geplündert. Okay. Also runter. Oh. Oh. Ja. Oh Gott. Sehr schön. Heilung. So, also wir haben eine Tür hier, eine Tür da. Und komische Fresken. Links oder rechts? Links. Hey, ein Labyrinth. Unser Auge sieht hier was. Achso, das sind nur diese Fresken. Also da flackert das auf der Minimap. Ich klicke mal sicherheitshalber alle von denen an. Und was bist du für einer? Du bist ein Kämpfer, der ziemlich schwach ist. Weg, 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 weg. Okay. Komischer Kämpfer. So, was machst du? Klick. Du hast hoffentlich irgendwas Wichtiges gemacht. Andere Seite. Und so wirklich ein Labyrinth ist es doch nicht. Dafür ist das irgendwie zu gerade. Keine Abzweigungsmöglichkeiten. Vielleicht kommt das ja noch. Talana trifft für über 20 Schaden im Nahkampf. Heldentum ist doch ein wenig überpowert. Oh, eine Kiste. Oh, was war das? Was habe ich bekommen? Hatte er schon vorher 9 Fähigkeitspunkte? Ja, ich glaube schon. Ha. Interessant. Eine Flöte. Aha. Umhang, Umhang. Komische Axt, alles weg. So, so, so. Ja. Also eine Flöte haben wir gefunden. Ein bisschen Gold, nicht wirklich viel. Und diese komische Freske, die irgendwas mit Giron angestellt hat. Ich hoffe, sie hat seine Begrüßungsfloskeln geändert. Das wäre echt schön. Auch wenn das unwahrscheinlich ist. So. Ah, das sind schon ein paar mehr Rote. Oh, 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 oh. Ja, 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 okay. Okay, okay, okay.
Wir können zwar gut austeilen, aber den Einstecken haben wir es noch nicht so ganz. Genau, Hilfe! Du heilen. Oh, Lays K.O. Das ist nicht gut. Heiltrank. Es hat geklappt. Heil dich. Und dann warten wir einfach mal ganz kurz. Wow, die kommen raus. So viel zum Warten. Wir gehen einfach dahin, wo die hergekommen sind. So, du heil dich. Okay, sie haben Probleme mit der Treppe. Alles okay. Schon wieder das Blubgeräusch. Hier sind bestimmt irgendwo Schleime oder dergleichen. Heil dich. Und einmal noch. Oh. Stimmt, nicht mehr mit Pfeil und Bogen schießen. Nahkampf. Nahkampf. Oh, Zauber sind weg. Könnt ihr den Nahkampf nicht mehr ganz so toll machen? So, wie du. Geschafft. Helden tun. Er ging aber ganz schön schnell weg, der Heldentum und der Segen. Normalerweise hält der Segen ziemlich lang und der Heldentum verschwindet zuerst. Eventuell, weil Lay K.O. geschlagen wurde. Dadurch alle ihre Buffs verschwunden. Das wäre krass. Komm, hau die weg. Hau die weg, hau die weg. Okay, dann nicht. Ist okay. So, raus. Wir würden ganz gern schlafen. Aber ich denke, wir werden hier drin nicht schlafen können. Wir haben hier ja schon Leute, die auf uns lungern. Und in deren Gegenwart werden wir uns nicht hinlegen können. Auch wenn sie nicht zu uns können. Also raus. Schlafen. Auge. Fackellicht. Segen. Rein da. Und dann wieder zurück. Heldentum mache ich jetzt wirklich erst wieder, wenn wir kurz davor sind. Yeah, da ging es nicht weiter. So, du. Da ist der Erste. Heldentum. So, Quatsch. Ka. Komm schon. Kaputt. Und heilen. Oh, Fässer. Wunden heilen auf dich. Was haben wir hier Schönes? Aha. Boah, 400 Gold. Leeres Fass, rote Flüssigkeit, lila Flüssigkeit. Rot ist für dich. Lila kannst du ruhig haben, das ist Reaktion. Und jetzt wird's eklig. Oh, Schleime. Ja, die werden nur durch magischen Schaden nehmen. Was unpraktisch werden könnte. Denn nur Talana hat genug Zauberpunkte für ordentlich viel. Ups, komm. Ordentlich viel Schaden. Denn Lays verursacht mal wieder gar nichts. Weil es klerikale Zauber sind. Und das tangiert Schleime nicht so wirklich. Wenn man ihren Körpern Schmerzen zufügt oder ihrer Seele. Wir haben nicht wirklich viel von beidem. So. 31 Punkte. 20 Punkte und gleich kaputt. Zing. Jo, wir haben Knüppel dabei. Okay. Ätzschleim. Oh, da fällt mir was ein. Du. Probier mal ganz kurz den Stab hier aus. Warte. Ich brauche erstmal Platz für deinen Speer. Passt dein Speer in sowas rein? Nein, braucht mehr Platz. Okay. So. Wahrscheinlich müssen nur die Pflanzen weg. So. Oh, nee, war klerikal. Das war so ein Wirbeldingens, wie auch Lay das macht. Also, das wieder weg. Du. Ja, so klappt das nicht. Da müssen wir schon nah rangehen. Au.
So, schlimm. Du heil bitte mal die einzige Person, die Schaden machen kann. Oh, da ist noch einer. War noch einer. So, Ätzschleim. Du wirst der stärkste von den Schleimen sein. Hm? Also grün ganz einfach, danach rot und jetzt Orca. Dieses grüne Zeug, Alter. Braun, grün-braun. Wenn noch mehr Schleime kommen, werde ich mich zurückziehen müssen. Und da kommen garantiert Schleime. Ne? Jo. Okay. Ein Feuerstrahl noch. Oh, ein Dieb mit bei den Schleimen. Sehr kurios. Jo, okay. Wieder raus. Ganz raus, Fragezeichen. Oder finden wir hier irgendwo ein Plätzchen, wo wir schlafen können? Ne, da unten sind bestimmt auch Schleime. Yeah. Also wir kommen auf jeden Fall besser voran, als wir vorangekommen wären, wenn wir damals hier reingelaufen wären. Aber dennoch ist es ein wenig lästig, dass wir mal ganz rauslaufen müssen. Können wir auch nicht so wirklich verhindern. Außer wir würden jetzt durch das Fenster hier gleich durchspringen. Durch das da. Aber da passen wir gar nicht durch. Ja, ein, zwei Anläufe vielleicht noch. Schlafen. Und dann dürften wir unten bei den Schleimen da wenigstens so einen kleinen Rückzugsort haben. Also unten rechts bis unten Mitte auf der Karte. Da, wo auch diese komische Freske war. Und die Grabkammern. Also hier unten. Ich guck mal ganz kurz hin. Ganz unten rechts vielleicht. Ja, grün. Sehr schön. Also haben wir da einen Rückzugsort. Den bauen wir weiter aus. Indem wir in die Kanalisation gehen. Und dann wieder links rum die Schleime töten. Und zwar eigentlich nur du und Delana. Enter. So. Das Ganze ein bisschen koordiniert, damit ich jedes Mal Lays Zauberpunkte verschwende. Wusch. Eisstrahl trifft für 34 Punkte. Au. Was hast du? Gift. Ja. Schon ist sie leer. Und du kannst immer noch nicht entgiften, richtig? Ne, du kannst Schutz vor Gift machen. Yay. Na gut, fürs nächste Mal. Schleim kaputt, Schleim kaputt. Haben wir genug Kräuter dabei? Es wäre jetzt lästig, wenn wir zurücklaufen müssten, nur wegen Gift. Gucken wir mal kurz. Du. Ja, dreimal können wir Gift aufheben. Das war's dann aber auch. Zehn, 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 zehn. So, nur noch du. Und dann kommen hoffentlich keine Schleime mehr. Aber ich denke, das wäre ein wenig utopischer. So, Gift lassen wir erstmal da. Das heben wir erst auf, wenn wir schlafen. Boah, es sind noch jede Menge Schleime hier. Komm, wenigstens den kleinen Kram weg. Was zur Hölle? Du, Schleim da hinten. Genau, du. Ockerschleim ist nervig. Oh. Menschliche Gegner. Gott. Du heil dich bitte selber. Du tötest den kleinen grünen Schleim. So. Kommt her, ihr Banditen. Boing. Lass mich durch, verdammt. Oh. Er teilt ja ganz schön aus.